Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Ich werde euch heute ein Kapitel vorlesen von einem Buch Motorradtour mit Epikur. Das hat der Achim Lerch geschrieben. Offensichtlich auch ein Brennräumler, zumindest ein Zonkos Welt TV Seher. Und der Achim Lerch wurde 1964 geboren. Seine Begeisterung für Motorräder manifestierte sich 1979 mit dem Kauf eines Mofas. Das Reisen mit dem Motorrad ist bis heute seine große Leidenschaft. Achim Lerch ist Dozent für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kassel. Er ist verheiratet und hat einen Sohn, der ihn seit 10 Jahren auf seinen Motorradtouren im Beiwagen begleitet. Jo. Und dieses Buch, ich habe es euch einmal, glaube ich, in einem Brennraum ganz kurz vorgestellt, aber wirklich nur so nebenbei oder vielleicht in so einer Literaturecke, das kann sein. Jetzt möchte ich auf alle Fälle euch ein Kapitel vorlesen, das Kapitel Nummer 2, Traum oder Wirklichkeit, weil das super geschrieben ist und auf wirklich sehr knapp und komprimiert eine der wesentlichen Fragen dieser Philosophie leicht verständlich darstellt. Also, Motorradtour mit Epikur, Kapitel 2, Traum oder Wirklichkeit. Während wir schweigend weiterfahren, der Himmel im Westen sich schon langsam rötlich färbt und der Schatten des Motorrades neben uns immer größer wird, fasse ich einen Entschluss. Da man die Idee mit der versteckten Kamera inzwischen getrost verwerfen kann, ich meine, auf dieser einsamen Straße hätte uns unmöglich ein Kamerateam unauffällig folgen können, muss es sich um einen Traum handeln. Aber weil selbst Kneifen nichts genutzt hat, muss ich wohl oder übel warten, bis der Wecker dem Ganzen irgendwann ein Ende setzen wird. So lange wollte ich das Spiel mitspielen, die Motorradfahrt genießen und wer weiß, vielleicht könnte ich wirklich etwas von Epikur lernen. Der sitzt mittlerweile völlig entspannt auf dem Soziussitz und genießt die Fahrt ebenfalls sichtlich. Hin und wieder fordert er mich sogar auf, schneller zu fahren. Ja. Ich dagegen grüble immer noch über eine Frage, auf die es bei genauerem Hinsehen tatsächlich keine einfache Antwort gibt. Woher kann man eigentlich sicher wissen, ob ich gerade träume oder ob das, was ich erlebe, die Realität ist? Was ist überhaupt Realität? Kennen Sie auch das Phänomen des Traums im Traum? Man träumt, wird vermeintlich wach und sich dessen bewusst, dass man gerade geträumt hat, und etwas später erwacht man erst wirklich und erkennt, dass auch das erste Erwachen aus dem Traum nur geträumt war. Aber woher weiß man dann, dass man jetzt wirklich wach ist? Spätestens seit Platons Höhlengleichnis, wonach wir den Bewohnern einer Höhle vergleichbar sind, die von der wahren Realität, die sich hinter ihrem Rücken abspielt, nur den Schatten an der vor ihnen liegenden Wand wahrnehmen, haben sich Philosophen gefragt, was wir über die Wirklichkeit, die Dinge an sich, überhaupt wissen können. Oder auch, ob es diese Dinge außerhalb unserer Vorstellung überhaupt gibt. Epikur selbst war zwar einerseits der Überzeugung, die sinnliche Wahrnehmung sei das einzige Wahrheitskriterium, wenn du dich gegen alle Sinneswahrnehmungen auflehnst, wirst du nichts haben, worauf du dich beziehen kannst, wenn du eine von ihnen für falsch erklärst. Hat aber andererseits bereits die Vorstellung von Raum und Zeit als etwas subjektiv zu den Dingen Hinzugedachtes betrachtet. Damit hat er bereits ein Problem angesprochen, das erst viel später von Immanuel Kant ausführlich bearbeitet wurde. In seiner Kritik der reinen Vernunft zeigte Kant,
dass unser Verstand die wahrgenommenen Sinneseindrücke notwendig in eine ganz bestimmte Form presst und wir niemals sicher wissen können, wie die Dinge an sich tatsächlich beschaffen sind, sondern nur die Dinge für uns erkennen können. Wahrnehmung erfolgt für Kant gewissermaßen in Stufen. Die Dinge an sich regen unsere Sinne an und verursachen Empfindungen. Nun kommen unsere a priori Vorstellungen von Raum und Zeit hinzu und formen aus den Empfindungen Erscheinungen. Aber Raum und Zeit sind keine Eigenschaften, die den Dingen innewohnen, sondern Vorstellungen, die unser Verstand den Dingen hinzufügt. Und erst indem der Verstand diese Erscheinungen noch in den Kategorien Quantität, Qualität, Relation und Modalität ordnet, werden aus den Erscheinungen Begriffe. Wir haben zum Beispiel einen Begriff von einem Motorrad a priori in uns, der durch viele Sinneseindrücke in der Vergangenheit gebildet wurde, und deshalb erkennen wir ein Motorrad als solches, wenn wir es sehen. Epikur dagegen hat nie ein Motorrad gesehen, konnte es daher auch nicht erkennen. Aber er hatte einen a priori Begriff von einem Fahrzeug. Er hatte schon Pferdewagen gesehen und kannte die Funktionsweise von Rädern. Deshalb hatte das Motorrad als, wenn auch eigenartiges, Gefährt erkannt. Zu den vier genannten Kategorien des Verstandes kommen noch Unterkategorien hinzu. So gehört zum Beispiel zur Kategorie Relation die Kausalität. Das heißt, dass unser Verstand in Ursache-Wirkungszusammenhängen denkt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie gehen mit einem Hund spazieren, und plötzlich zerplatzt vor Ihren Füßen ein mit Wasser gefüllter Ballon. Was werden Sie tun? Genau, Sie werden nach oben schauen, um zu sehen, welcher Bengel die Wasserpumpe nach Ihnen geworfen hat. Ihr Verstand sagt Ihnen, dass Wasserballons nicht aus dem Nichts entstehen und dass das Ereignis eine Ursache haben muss, den Lausejungen auf dem Balkon über Ihnen. Was wird der Hund tun? Er weiß nichts von Kausalität und wird den zerfetzten Ballon zu ihren Füßen anbellen, nicht den Jungen auf dem Balkon. Man spricht von Kants Erkenntnis bis heute als eine kopernikanischen Wende der Philosophie. Nach der Lektüre der Kritik der reinen Vernunft hat Heinrich von Kleist diese Einsichten, die ihn zutiefst erschütterten und verunsicherten, in einem Brief an Wilhelmine von Zenge in einer schönen Analogie beschrieben. Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es nur so scheint. Während diese Erkenntnis heute mehr oder weniger unstrittig ist, sind es mögliche Schlussfolgerungen weit weniger. Und die Kontroverse erschöpft sich keineswegs nur in den Polen Realismus versus Idealismus. Zahlreiche Abstufungen und Differenzierungen bereiten hier ein fast unüberschaubares Feld. Es reicht ganz grob vom Solipsismus auf der einen Seite, also nur das eigene Ich ist wirklich, die Außenwelt und auch andere Ichs existieren ausschließlich in meinem Bewusstsein, bis zum naiven Realismus auf der anderen Seite, die Welt ist entgegen Kant doch genauso beschaffen, wie wir sie wahrnehmen. Besonders interessant
ist die Vorstellung einer wechselseitigen Bedingtheit von wahrnehmenden Subjekten und wahrgenommener Realität. Man könnte auch sagen, dass die Wirklichkeit erst im Akt der Beobachtung entsteht. Esse est percipi. Sein bedeutet wahrgenommen werden. Meinte etwa George Berkeley, was Einstein zu der Frage führte, ob der Mond auch da ist, wenn keiner hinsieht. Nicht zuletzt deswegen sind es bis heute nicht nur Philosophen, sondern auch Physiker, die sich diese Frage nach der Wirklichkeit außerhalb unserer Wahrnehmung stellen. Und in der Tat scheint die moderne Quantentheorie Berkeley zu bestätigen. So zeigt etwa Heisenbergs berühmte Unschärferelation, dass es nicht möglich ist, Position und Impuls eines Quantenobjekts gleichzeitig exakt zu messen, weil die Messung des einen, zum Beispiel der Position, immer mit einer Störung des anderen, zum Beispiel des Impulses, verbunden ist. Oder allgemeiner formuliert, die Beobachtung beeinflusst immer das zu Beobachtende. Eine objektive Beobachtung einer unbeeinflussten Realität scheint es nicht zu geben. Wie wir es auch drehen und wenden, wir können die Position, wonach eine wirkliche Welt außerhalb unserer Vorstellungen gar nicht existiert, tatsächlich nicht widerlegen, weil wir uns eben per Definition nichts vorstellen können, was außerhalb unserer Vorstellung ist. Probieren Sie es aus, stellen Sie sich vor, was immer Sie wollen, ferne Galaxien, außerirdisches Leben, eine Welt ohne Finanzämter, all das existiert immer zugleich oder sogar nur in Ihrer Vorstellung. Allerdings, der Gegenbeweis, dass es deshalb auch nichts außerhalb unserer Vorstellung geben kann, ist damit natürlich ebenfalls nicht erbracht. Wer das behauptet, gleicht eher dem Kleinkind, das beim Versteckspielen die Augen schließt und dann meint, weil es selbst die anderen Kinder nicht sieht, könne es auch von diesen nicht gesehen werden. Die Straße vor mir führt auf eine scharfe Linkskehre zu. Geradeaus stürzt sich der Felsabhang einige hundert Meter in die Tiefe. Nur eine niedrige Steinmauer trennt die Straße vom Abgrund. Spätestens jetzt werden die allermeisten Idealisten zum Realisten, betätigen die Bremse und folgen dem Straßenverlauf, anstatt darauf zu vertrauen, dass alles und also auch dieser Abgrund nur in unserer Vorstellung existiert. Und was lernen wir daraus? Erkenntnistheoretische Fragen sind spannende Fragen. Was kann ich wissen? Aber sie helfen im Alltag oft nicht weiter, schon gar nicht beim Motorradfahren. Und da hinter mir nicht Berkeley sitzt, sondern Epikur, ein ausgewiesener Realist und Materialist, seine Arme jauchzend ausbreitet und die Ärmel seiner Toga im Fahrtwind wehen lässt, sollte ich mich vielleicht eher anderen philosophischen Fragen zuwenden. Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Ganz gleich, ob ich nun gerade träume oder nicht. Höchste Zeit zu bremsen und das Motorrad nach links in die Kehre zu lenken. Jawohl. Motorradtour mit Epikur, das war das Kapitel Nummer 2 von Achim Lerch. Publiziert hat das bei Books on Demand, www.bod.de. Nimm an, kriegst es auf Amazon. Das wird ganz gut erhältlich sein. Geschrieben hat er schon 2009. Also ist ungefähr so alt wie das Mondbuch sogar. Und ja, super Lektüre. Freunde, jawohl, bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und jetzt werde ich einfach schauen, jetzt gehe ich in die Küche und ich sang Krapfen. Und ich meine, ganz wurscht, ob er real ist oder nicht, er wird mir wahnsinnig schmecken. Ciao, Papa, grüß euch, danke, ciao.